Er spielt sein Soloprogramm endlich allein und heute ist er allein, aber mit seinem E-Piano hier bei uns. Hier ist Bernhard Viktorin. Gut, 9 Minuten habe ich noch. Danke. Ich weiß nicht, ob ich noch was sagen soll, ob da am Schluss der Applaus genauso geil wird wie jetzt. Ich traue mich gar nicht mehr spielen. Das ist fantastisch. Vielen Dank für diesen Auftrittsapplaus. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Ich habe ja den Eindruck, die Leute werden immer depperter. Ja. Und ist euch aufgefallen, je depperter, umso lauter. Ja, ein paar haben es schon mitgekriegt. Das ist... Nein, wir sind ja alle in unseren eigenen Blasen mittlerweile. Bubbles heißt es, ja, das ist Englisch, wurscht, aber Bubbles. Und in diesen Bubbles gibt es Unterbubbles, das sind Bubbles in der Bubble. Wir sind alle in Bubble, nur Bubbles, alles voller Bubbles. Und ich finde das pervers. Wir leben in einem Zeitalter, wo man dank Bubble 70 verschiedene Fremdsprachen lernen kann. Und gleichzeitig haben wir verlernt, zivilisiert miteinander zu reden. Ja, muss man mal sacken lassen, gell? Das ist eine traurige Geschichte, ja. Das ist ja Wahnsinn. Wir driften immer weiter voneinander weg. Es wird alles extremer und aggressiver im Ton. Ich meine, so weit auseinander sind wir schon. Da ist der Gender Pay Gap ein Lärchenschaß dagegen. Ja? Und der ist eh schon viel zu groß. Aber das ist ja Wahnsinn jetzt. Und ja, es ist immer extremer. Und ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt nur mehr links oder rechts. In meiner Kindheit war das so viel einfacher. Da hat es eine einzige Entscheidungsfrage gegeben. Rapid oder Austria? Ja. Und das Geile daran war, die Antwort ist völlig wurscht, ja, weil es eh beide dauernd verloren haben. Das ist, nein, aber heutzutage ist so dieses Farbspektrum der Diskussion ein binäres geworden. Schwarz oder weiß, ja, mehr ist nicht mehr. Und ich finde das schier, ja, ich finde das kontraproduktiv, das bringt uns doch nirgendwo hin. Aber keine Sorge, ich habe die Lösung mitgebracht heute Abend. Ein Lied, ja, ein Lied, das uns alle wieder vereinen wird. Ja? Und darum werden wir das auch gemeinsam singen. Publikumsgesang! Jetzt kommt man gerade, Publikumsgesang bei einem Wettbewerb mit Publikumsvoting. Das hätte ich mir zweimal überlegen sollen. Gell? Ein paar denken, es ist eine Scheiße, hätte ich mir es du im Fernsehen angeschaut. Gell? Bin sehr froh, dass ihr alle da seid. Ehrlich. Am Anfang singe ich noch mit euch mit, ja? Und dann seid ihr aber in die Freiheit entlassen. Also nicht ausrennen, meine ich, sondern die musikalische Freiheit. Gell? Viel Spaß. Nicht jeder Rote hat am Bierbauch, manche aber schon. Nicht jeder Grüne ist dauernd eingeraucht, manche aber schon. Nicht jeder Blaue ist ein Nazi, manche aber schon. Nicht jeder Schwarze hat ein großes Spatzi, manche aber schon. Geht schon? Gut, jetzt, nein, nicht für ihn jetzt, es ist ja meine Zeit. So, jetzt ohne mich. Nicht jeder Raucher stirbt an Wundbrand. Nicht jeder sagt zum Samstag Sonnabend. Nicht jeder Schweizer hat ein Taschenfädel. Nicht jedes Würstel ist ein Huren bei Purenheitl, manche aber schon. Hoppala. Du, manche Würstel heutzutage sind aus Tofu. Ja? Drum pass mal auf mit Vorurteilen, wenn man die Welt nur in Schwarz und Weiß unterteilen, bleiben uns nur falsche Klischees. Wirklichkeit ist viel, viel bunter, doch geht das individuell.
Langeweile in der Masse oftmals unter. Solange das so ist, kommen noch ein paar von meinen Schmies. Nicht jedes Mädel kauft gern Schuhe. Nicht jeder Schatz liegt in einer Truhe. Ja, manche liegen in der Urne. Nicht jeder Mann schaut gerne Fußball. Nicht jede Jungfrau gebärt im Kuhstall. Manche, ja, angeblich, ja, laut dem alten Birchel. Apropos, geht noch ein bisschen? Ein bisschen haben wir noch? Gut, dann noch eine Strophe. Gut. Muss mir nur mal was einfallen. Nicht jeder Pole fladert Autos. Nicht jeder Ninja tötet lautlos. Manche aber schon. Nicht jeder Japse isst gern Sushi. Manche. Nicht jede Frau rasiert sich die Achseln. Manche aber schon. Was habt ihr geglaubt, was ich singe? Ha? Das sind ein paar Schweindel da hervorhin, gell? Das, ja? Apropos, nicht jedes Kleinkind zielt ins Topferl. Nicht jeder Jude tragt diese Zopferl. Nicht jeder Moslem plant einen Anschlag. Nicht jeden stört's, wenn ich nichts anhab. Ja, da singen jetzt alle mit. Und darum spielen wir live, gell? Ins Theater gehen. Herzliche Gratulation an Bernhard Victorin! Lass dir die Trophäe überreichen. Lieber Bernhard, mit einer Message für mehr Grautöne zwischen Schwarz und Weiß, aber trotzdem für die Einfachheit zwischen Grün oder Violett. Wie fühlt sich der Sieg an? Ja, mir ist ja fahrt sonst Backstage, ne? Ja. Soll ich es holen oder bist du? Nein, ich nehme es, okay. Damit du nicht zu lange redest. Der Sieg. Ja. Der Sieg fühlt sich, ist ein Wahnsinn. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich möchte jetzt folgenden Leuten Danke sagen. Na, also ich glaube, mehr geht nicht. Ich glaube, morgen bin ich in Pension. Ja. Das ist, ja, ich habe es geschafft. Mama, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Noch einmal großen Applaus für Bernhard Victorin. Noch einmal großen Applaus für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ensa Kleinkunstkartoffel 2023. Ja.